Ja, herzlich willkommen, Cryptic. Präsentiert Neverwinter Dungeons and Dragons. Ja, es ist mal wieder Zeit für ein MMORPG Neverwinter. Ich weiß, das ist nicht das neueste Spiel, aber ich habe es noch nicht so wirklich gespielt. Und ich habe Lust drauf. Ich bin gespannt. Und ich habe Dungeons & Dragons noch nie so wirklich gespielt. Und das ist doch schon mal ein Kaufpreis. Ja. Oder auch nicht. Ja. Dürfte ich empfehlen, in Deckung zu gehen? Ach so. Das lief gar nicht so schlecht. Macht sie auf euch aufmerksam. Kleriker, kommt mit mir. Autsch. Selluns Licht wird das Böse vertreiben. Da hoffen wir's mal. Ja. Also, Vorsprung ist schon mal gar nicht. Bleibt empor, meine Kinder. Hoch hinauf und verschlingt die Lebenden. Ja, ich wollte eigentlich nur meinen Charakter erstellen und dann kommt ein riesen geiles Video. So, Dragonborn. Es gibt hier Drachengeborene. Mensch, Drachengeborene, metallisch Abstammung, Halborg, Waldelf, Mondelf, Sonnenelf, Zwerg, Elfling. Ich mag Orks. Ich bin übrigens männlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Mal Dragonborns, okay, die sehen nach Drachen aus. Menschen sehen nach Mensch aus. Die sehen jetzt nicht so wirklich unterschiedlich aus. Ah, metallische Vorfahren. Erhaltet 3 mehr Heilung durch Zauberer und Fähigkeiten. Dafür 3% höher als andere Rassen. Plus 2 auf beliebige Attributwerte. Kritische Trefferchance ist 3% höher. Halborg ist. Ja. Kritischer Trefferschaden ist 5% höher. Plus 2 Geschick. Und entweder 2 Konstitution oder 2 Stärke. Sturmangriff. Mal gucken. Waldelf. 1% höher. Ja, Schritt und Wildnis. Ist dann gegen Kontrollwirkung. Mondelf. Naja. Sonnenelf. Scheiß Frisur. Zwerg. Auch nicht schlecht. Und Halbling ist. Frodo, okay. Halbelf ist auch gut. Tiefling. Von der Optik gefallen mir die. Ihr fügt ziehen über weniger als 50%. Weniger als 50% ihrer Trefferpunkte verfügen 5% zusätzlichen Schaden zu. Also draufhauen, wenn schon am Boden liegt. Und Droth ist irgendwie komisch. Abtrünniger der. Endzoberan. Das mehr erfahren. Diese Premium-Rasse kann als Teil eines Gründerpakets gekauft werden. Okay, also die mit den Dollar-Münzen da fallen schon mal aus. Entweder Falborg oder Drachengeborener kann ich ja gar nicht nehmen. Okay, ich habe Doppelklick gemacht. Ich will kein Paket haben, ich will das Spiel spielen. Dann nehme ich den Halborg. Ja. Männlich, Halborg. Schaden. Sturmangriff. Ja. Charakterklasse auswählen. Nee. Der Glaubensträger ist ein hingebungsvoller und glücklicher Heiler. Nein. Taktischer Magier. Nein. Unsichtbarkeit, Lockvogelangriff, Blutbad, Diebstahl. Eigentlich hättest du mir 2 Handklassenmeister vorgeschlagen, was mir sehr gefällt. Was ist denn der wachsame Waldläufer? Nein. Vernichtender Hexenmeister hat auch nur Zauberkraft. Heiligtum Paladin. Er hat ein Schild. Heiligtum, göttliche Berührung, Handauflegen, Religion. Nee, Religion gibt sie nicht. Schützender Kämpfer. Blocken, Sport, Kampferholung, Gewölbekunde. Sprint, Stahlabend. Ich glaube, ich nehme den. Das sieht sympathisch aus. Zweihandwaffenkämpfer ist ein sehr brutaler Streiter, der sich mit den ganzen Zweihänden in den Schneiden durch die Reihen seiner Feinde warnt. Als Inbegriff der Stärke verfügt der Zweihandwaffenkämpfer außerdem auch über eine hohe Widerstandsfähigkeit, sodass er seinen Verbündeten im Notfall Schutz gewähren kann. Also ein Tank. Bin ich bei. Als Zweihandwaffenkämpfer ist das Primärattribut Stärke. Das ist gut, dass ich da 17 habe. Ich nehme Geschick und Stärke dazu. Oder Konstitution. Was heißt denn Konstitution? Konstitution gibt an, wie intensiv Gesundheit, Ausdauer und Lebenskraft des Charakters sind. Konstitution heißt das 2. Attribut für die Zweihandwaffen. Was ist Attribut ist 13? Kann ich neu würfeln? Okay, ich bleib bei 17 und das lasse ich auch so. Oder? Ja. So. Aussehen. Anpassen, ja. Die Frisur ist gut. Ich starte mal mit der Frisur war das und sag anpassen. Gesicht jung, dick. Alltag. Bin ich näher ran? Danke. Ja, ist gut. Ich bin übrigens ein bisschen blasser.
Jung, jung. Alt. Alt. Hoch. Boah, passt. Aare. Die Frisur finde ich super. Jetzt ausrechnen wir das. Das ist das. Zeig jetzt nicht, wie der aussieht. Jetzt geflochten Irokese. Nö. Lang. Okay, das passt bei mir besser. Augen. Hat er auch. Ja. Die Farbe? Braun. Ja? Bart. Ich hätte gerne schwarze Haare. Dann sieht man die wenigstens. Okay. Ja, das passt. Tattoos. Keine. Oder? Nicht sowas. Arm. Habe ich hier so einen Nasenschnitt? Backe rechts. Auge rechts. Gerne. Körperform. Standard. Körpermaße. Lass dich so. Hat er den gerade. Sag mal, wozu mache ich denn das hier? Zack. Haarfarbe ist übrigens dunkel. Augen. Der Optik. Braun. Auch schwarz. Tattoos war keine. Bart war sehr da. Auch in schwarz. Narben war Auge. Weiter. So, Charakterherkunft. Neverwinter, wo kann ich denn herkommen? Kann ich auch von woanders herkommen? Waterdeep. Ich starte einfach da. Götterglaube, Shutdown ist gut, der da durch. So, das ist ja, komm. Timora, Göttin des Glücks und des Wagemutigen. Mit Glück erhoben, an dem bereits Teil geworden ist. Gott der Sonne der Kirche. Eine Kirche, der das immer wieder starb und neu geboren wurde. Nur um sich kümmern. Gnade der Krieger, Blutschlacht. Bombs vergoss gebar die Elfen. Elfen werden von Erdbeeren und Mücken und Wände schützen. Suizide. Gott. Kellemvor überwacht den Übergang aller Lebenden in den Tod und bestimmt, was deren Taten im Jenseits bescheren. Die ganze Verordnung. Natürlich Tantalen kämpfen. Absolute Gerechtigkeit, Strenge und Beständigkeiten, die den Trost die Geliebte verloren haben. Moradin. Schuf die Zwerge, okay. Wissens und Denkens. Neuen Einsichten, Erkenntnissen, Streben. Na, nehme ich den. Und der Charakter heißt Iliad. Weil ich das immer so mache.
Machen wir hier Zusammenfassung, Halborg, Hintergrund, Biografie. Und los geht's. Stufe 1. Okay, Neverwinterfelder wird geladen. Okay, jetzt fragt er kurz, ob er Zugriff zulassen darf. Entschuldigung. Hat er sich rausgetappt? Hört ihr mich? Geht es euch gut? Geht es euch gut? So. Wir sprechen sogar selbst. Zum Bewegen werden die WASD-Tasten verwendet. Okay, willkommen in Neverwinter. Erstmal Übersicht. Karte ist hier. Und da werde ich wahrscheinlich gleich weitergehen müssen. Belagerung von Neverwinter. Es bleiben noch 11 Tage, 17 Stunden. Da oben sind eine Menge Zeichen. Links unten ist wieder Chatmeldung und unten in der Mitte sind meine Kampfsteine. Gut. Dann gehe ich doch mal zu ihm hier. Durch Drücken der F-Taste kann mit dem gefreiten Wilfred gesprochen werden. Okay, dann tue ich das doch mal. Den Göttern sei Dank. So wie sich der Drachenlitsch auf das Schiff gestürzt hat, habe ich schon befürchtet, dass es wohl niemand überlebt hat. Was bringt euch in solch unruhigen Zeiten nach Neverwinter? Ich bin auf der Suche nach Abenteuer in Reichtum, oder? Neverwinter ist meine Heimat, oder? Was geht euch das an? Oder? Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Ah ja. Drachenlitsche Angriff und fast zu ertrinken ist sicher ein ziemlicher Schock. Aber es wird euch schon wieder einfallen. Sucht derweil am besten am Strand nach etwas Ausrüstung. Die ganze Gegend wird von Berlindras Untoten unsicher gemacht. Kommt den Hügel hinauf zum Lager, wenn ihr fertig seid. Dann gibt es ein warmes Feuer. Werdet euch gleich wieder viel besser fühlen, wenn ihr erst einmal trocken seid. Ja, das ist die Werke, das werde ich tun. Der Questpfad führt zum nächsten Ziel. Ja, und mein nächstes Ziel ist einfach mal... Auf der Karte mal werden Wegpunkte angezeigt, die die Questziele kennzeichnen. Ah, das gefliebene Flimmer da hinter mir. Aber, erstmal muss ich in die Option. Und hier was im Ton machen. Ich höre den kaum. Okay, Gesamtlautstärke, Effektlautstärke, Musiklautstärke ist eh schon runter. Okay, das ist gar nicht so schlimm. Umgebungslautstärke ist das, glaube ich, was mich hier stört. Und Sprachlautstärke, gib mal Gas hier. Der kann auch ein bisschen mehr. Gut. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt besser ist. Also, ich gehe jetzt einfach den Weg hier lang. Die Interaktion mit Charakteren und Objekten erfolgt über die F-Taste. Start gut. Minderwertige Brustplatte abgeschlossen. Drücke I, um das Inventar zu öffnen. Durch Doppelklick wird der entsprechende Gegenstand angelegt. Dann mache ich das doch mal. Mit der Abenteuertasche. Oh, das ist die Abenteuertasche. Minderwertige Brustplatte. Und... Rostiges Langschwert. Mit der F2-Taste kann zwischen den Modi für Mauszeiger und Maussteuerung gewechselt werden. Okay. Die Questverfolgung zeigt aktuelle Questziele an. Ja, zum Lager begeben. Und wir sehen diesen schönen, wunderbaren Strahl folgen, der sich hier auf dem Boden aufgetan hat. Einfach hier hochgehen und gucken. Also bis jetzt sieht es noch gut aus. Obwohl ich glaube, dass es für kleinere Auflösungen gemacht wurde. Lagerfeuer sind Ruhezonen, in denen sich nicht im Kampf befindliche Abenteurer heilen können. Ja, das heißt, ich gehe jetzt zum Lagerfeuer und werde geheilt. Sobald eine Quest abgeschlossen wurde, händigt sie ein. Mit Newsletter, Linkletter sprechen. Du bist Linkletter. Hi. Freut mich, euch zu treffen. Freut mich auch.
Schön, dass es bei dem schrecklichen Angriff auch Überlebende gab. Kommt gerne zu mir, sobald ihr euch dazu in der Lage fühlt. Ihr habt sicher einige Fragen und könntet Hilfe gebrauchen. Oh, einiges, ja. Nach der Schlacht. Ich freue mich, euch zu treffen. Nach der Schlacht. Auch wenn wir die Haupttruppen Belindras aufhalten konnten, sind die Kämpfe noch lange nicht vorbei. Das Schlachtfeld ist übersät mit umherstreunenden Untoten, die in den Kämpfen ihre Herren verloren haben. Noch schlimmer ist, dass der Feind unsere eigenen Toten wieder auferstehen lässt und gegen uns einsetzt. Ja, das ist... Akolyte Naemin führt ein Kelem-Vorritual aus, um die Gefallenen zur letzten Ruhe zu bitten. Das wird sicher einen Angriff provozieren. Ich muss hier bleiben und sicherstellen, dass das Ritual zu Ende gebracht werden kann. Könnt ihr derweil das Schlachtfeld nach Verwundeten durchkämmen und ihnen den Weg hierher zeigen? Klar. Begebt euch danach bitte ins Lager von Delmecourt und erstattet ihm einen Lagebericht. Mach ich gerne. Und schön, dass du alles vorliest, was da links steht. Okay, dann da lang. Durch Lichtblick werden alle Gegner vor dem Charakter mit einem sicheren Schlag angegriffen. Ja, gut. Feinde und Objekte werden mit dem Zielmarker ins Ziel genommen. Zielmarker? Bewegen Sie Ihre Zielmarke über Objekte und Feinde, um sie ins Ziel zu nehmen. Das ist ja meine Ziel. Ach, hier ist die Zielmarke. Okay. Gut. Okay. Seid vorsichtig da draußen! Da lang. Danke. Nimm du den. Bin ich froh, euch zu sehen. Helft mir! Helft mir! Vorsichtig da draußen! Willst du nicht? Ja, noch nicht. Aha. Okay, was muss ich jetzt machen? Gib sie nach. Du weißt schon, dass du die. Oh, der ist umgefallen. Oh, aber der Wald ist echt schön hier. Ach komm, den hau ich auch noch um. Ihr bleibt sonst doch da und ich gehe hier kurz rein und sag hallo.